los von unserer Religion. Wir lassen nicht los. Wir werden beharrlich dran festhalten. Denn das ist der Halt, der niemals ein Reißen gibt. Dieses Seil Allahs wird niemals reißen. Die Einzigen, die das zum Reißen bringen können, sind wir selber, wenn wir schwach werden. Schaut euch die Verse von Allah Azzawajal in seinem Buch an, subhanallah. Und denkt darüber tiefgründig nach. Nicht darin besteht die Güte, dass ihr eure Gesichter gegen Osten oder Westen wendet. Güte ist vielmehr, dass man an Allah, den jüngsten Tag, die Engel, die Bücher und die Propheten glaubt. Und vom Besitz, obwohl man ihn liebt, der Verwandtschaft, den Weisen, den Armen, dem Sohn des Weges, den Bettlern und für den Loskauf von Sklaven hergibt, das Gebet verrichtet und die Abgabe entrichtet und diejenigen, die ihre Verpflichtung einhalten, wenn sie eine eingegangen sind und diejenigen, die standhaft bleiben in Not, Leid und in Kriegszeiten, das sind diejenigen, die wahrhaftig sind und das sind die Gottesfürchtigen. Allahu Akbar. Allahu Akbar, wollen wir nicht von diesen Menschen sein? Es ist nicht die Gottesfurcht, die zeigt, dass du dich jetzt nach Osten oder Westen wendest, sondern vielmehr deine anderen Taten. Wenn du unter Leid bist, wenn du unter Not bist, wenn du von deinem Besitz abgibst, den man so sehr liebt, dein eigenes Hab und Gut, wenn auf einmal dir mulmig wird, oh, 50 Euro, nee, das kann ich nicht, das ist zu viel, 2 Euro kann ich dir geben, 5 Euro kann ich dir geben, weil du hast nicht eingeschätzt, für wen du das gerade gibst. Wir geben das gerade nicht mehr an einer Bar aus, an einer Theke, wo das für eine sogenannte damals Schnecke war, die man dann verführen wollte, die man dann mit nach Hause nehmen wollte oder was anderes machen wollte. Du gibst das gerade für Allah, den Allmächtigen, aus. Du gibst gerade nicht für eine Sünde aus. Du gibst gerade nicht für eine Schändlichkeit. Du gibst nicht für Drogen aus. Du gibst nicht für Alkohol aus. Du gibst es für Allah aus. Und da hast du Bedenken. Wir hatten keine Bedenken bei schlechten Sachen, subhanallah. Wir hatten keine Bedenken bei Konzerten. Wir hatten keine Bedenken bei gewissen Festivals, subhanallah. Bei gewissen Schuhen, bei gewissen Kleidung hatten wir keine Bedenken. Bei Allah Azzawajal kommt der Shaitan und sagt, subhanallah, 10 Euro? Zu viel. Denk an deine Hose, die du damals getragen hast, Levis und wie die alle hießen, wo wir hunderte von Euros oder hundert von D-Marks ausgegeben haben, unsere Ketten, die wir gekauft haben. War kein Problem. Allah benötigt unserer nicht. Vergesst nicht, dass dieses Leben nur eines ist, eine Prüfstätte. Dieses Leben, Allah Azzawajal, hat den Tod und das Leben geschaffen für was? Um uns Menschen zu prüfen. Wer von uns die besten Taten begeht. So, und der Wettkampf ist schon längst ertönt. Der ist schon längst ertönt. Wie gesagt, jetzt sieht es hier nicht schön aus gerade. Aber Alhamdulillah, wir haben uns hier versammelt. Aber es liegt in euren Händen, wie schnell und ob wir es verändern. Ja, es liegt in euren Händen, fertige Sachen zu unterstützen. Alhamdulillah, ist auch schön. Alles, was man für Allah macht, ist schön. Aber irgendwo sich fertig anzuschließen, ist einfach. Ist sehr einfach. Etwas, was von Grund auf neu gemacht werden muss, und das muss von Grund auf neu gemacht werden, ist schwierig und das kann nicht jeder. Genauso wie bei dem Schwachen sich nicht jeder auf seine Seite stellen kann. Und das merkt ihr sogar unter Muslimen, subhanallah. Das, diese Beispiele, die ich euch eben gegeben habe, merken wir unter uns. Weil auch unter uns, und wir wissen das, die Leute, die sich gut kennen, wir wissen, dass es unter uns gewisse Leute Schwächere gibt. Schwächere im Reden, Schwächere im selber Verteidigen, Schwächere in der Körperkraft. Und dann der ein oder andere Muslim, wenn die Freitagsrede vorbei ist, lässt dann gewisse Sprüche raus oder der drückt die dann dem rein, wo der weiß, dass er ihm reindrücken kann. Aber nicht bei Leuten, die den nicht reindrücken kann. Fürchtet Allah. Fürchtet Allah allesamt und ich auch inbegriffen, dass wir rumhacken auf Menschen, die es nicht schaffen, den Mund aufzumachen. Die es nicht schaffen, sich selber zu verteidigen. Und dass man auf diese rumtritt und der vielleicht ein Muslim ist, subhanallah. Und dieser vielleicht ein Muslim ist und wir treten gerade mit Worten, mit unseren Händen oder drücken Leute, die Muslime sind, subhanallah, und bedenken nicht, wem wir gerade treten, wem wir gerade wehtun. Deswegen fürchtet Allah, dass ihr diese Worte zu Leuten sprecht, wo ihr denkt, aber denen kann ich das sprechen. Aber beim XY, bei einem Sheikh, bei einem Direktor, bei einem Fotografen, bei einem anderes Gläubigen, bei einem Nachbarn, bei deinem Vater, traust du dich es nicht? Mach das, was der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat. Mach das, was der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt hat. Was hat der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam gesagt? Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt, soll die Gute sprechen oder schweigen. Soll Gute sprechen oder schweigen. Und nicht, dass man hingeht, subhanallah, und sich den nächsten Schwächeren rauszieht. Ah, komm mal her, auf den haue ich jetzt mal einen Spruch drauf. Und dann kommt noch ein anderer daher, glaubt, aha, ja, der ist so und so. Und dann kommt noch ein dritter und ja, der ist so und so. Wie fühlt dieser Mensch sich? Wie fühlt dieser Bruder sich? Wie fühlt diese Schwester sich? Wie fühlt diese Persönlichkeit sich in diesem Moment, wenn sie nach Hause geht? Wo wir es vielleicht nicht wahrgenommen haben, wo wir als Spaß aufgefunden haben. Also, wir haben das als Spaß, haben wir das aufgenommen. Als Spaß auf dem Rücken eines Schwachen. Und diesen Spaß erlaubt man sich gerade mit uns.
Deswegen, diese Sachen wollen wir, was man bei uns macht, wir gehen nicht nach draußen und machen das bei anderen. Mir tun diese Menschen da hinten am Markt leicht. Mir tun die Leute. Die können rufen, was sie wollen, außer dass sie den Propheten oder Allah Azzawajal schmähen. Das trifft uns. Und wir wollen nicht, dass sie so etwas machen. Und gegen solche Sachen werden wir auch vorgehen. In dem Sinne nicht, dass wir jetzt gleich da drauf stürmen und die weghauen, sondern wir werden schauen, bestmögliche, was wir machen können. Und wenn wir sie mit der Dua, weil wir, ich habe eben gesagt, die Dua des Unterdrückten und des Unrecht Behandelnden, die wird bei Allah angenommen. Wir werden Dua gegen diese Menschen machen. Das ist die erste Waffe, die wir haben. Und glaub fest daran, wenn du schon sagst, ach, das klappt nicht, zweifel an deinem Glauben, subhanallah. Dann zweifel an dein Glaubensbekenntnis. Denn derjenige, der sagt, das bringt nichts, der hat Allah falsch eingeschätzt. Bei wem legst du La ilaha illallah ab? Ist das Hubal, ist das Uzza, wer ist das? Ist das ein Kreuz? Ich habe euch eben gesagt, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, diese Menschen hat man, verehrt man. Verehrt man aufgrund ihrer Taten. Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, subhanallah, über 1 Million Menschen haben seinen Trauerzug begleitet. Sie haben gedacht, sie können irgendwas von seiner Heiligkeit sagen, sie mitnehmen. Und er hat sich verbrennen lassen, im Ozean verstreuen lassen. Er ist kein Gott, er ist ein Mensch. Er hat gewisse Dinge hat er vollbracht, aber er ist eine schwache Persönlichkeit in dem Sinne, was, wenn man das mit Gott vergleicht, mit dem Allmächtigen, gibt es keinen Vergleich. Es gibt keinen Vergleich zu Allah Azawajal. Egal, was jemand hier auf dieser Erde geleistet hat. Durch wen hat er das geleistet? Durch seinen Schöpfer, subhanallah. Und Allah wird auch seine Asche wieder zusammenbringen. Das ist ihm ein leichtes. Kann er sich auch im ganzen Ozean verteilen lassen. Diese Asche wird wieder zusammengesetzt. Das ist Allah ein leichtes. Und deswegen, liebe Geschwister, wir fürchten Allah. Wir glauben an Allah. Wir folgen dem Propheten. Und wir müssen schauen, wie war der Prophet und Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, sein bester Freund und Umar radiallahu anhu. Und die anderen, Uthman und Ali, wie waren diese Menschen? Waren sie im Bittgebet zu Allah azawajal? Waren sie da gegenüber, dass sie gesagt haben, das wird nicht eintreffen? Haben sie Zweifel gehabt? Sie waren voll überzeugt. Voll überzeugt. Und deswegen, liebe Geschwister, jetzt liegt es an euch, wie überzeugt ihr in dieser Sache seid. Wir wissen selber, es gibt Theorie, es gibt Praxis. Und genauso gibt es Glauben und Nicht-Glauben. Die Menschen, die nicht glauben, die glauben nur an das, was sie sehen, was sie mitbekommen. Aber wir glauben an was Höheres, an was Größeres. An Allah, den Allmächtigen und das Paradies und an die Hölle. Und wer Allah subhanahu wa ta'ala hat uns viele Zeichen gegeben in diesem Leben, was Hinweisen ist auf die Hölle und Hinweisen auf das Paradies. Jetzt muss jeder selber wissen, was er macht. Wo willst du deinen Platz einnehmen? Willst du in den untersten Stufen vom Paradies? Willst du in den mittleren Stufen? Willst du nahe beim Propheten sallallahu alaihi wasallam? Willst du Allah azawajal einmal in der Woche sehen am Markt? Ja, im Paradies wird es einen Markt geben, wo man Allah azawajal einmal in die Woche sieht. Oder wollt ihr zu den Selbiqun gehören? Wollt ihr zu denen gehören, die vorausgereilt sind und die Allah azawajal zweimal am Tag sehen werden? Allahu Akbar. Wo das Schönste ist. Wollen wir nicht Allah subhanahu wa ta'ala zweimal sehen? Stell dir vor, das, was du dir am schönsten vorstellst, gerade hier auf dieser Erde, du bekommst es und es ist nichts gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala und du kannst es zweimal auf dieser Dunya haben. Stell dir vor, das, was du dir gerade wünschst, du kannst es zweimal am Tag haben. Willst du verzichten im nächsten Leben auf Allah subhanahu wa ta'ala zweimal? Dann eifer jetzt. Denn morgen, wenn wir tot sind, morgen, wenn wir alt sind, unsere Knochen, die machen nicht mehr mit und wir sind alt und faltig, dann kannst du nicht mehr so einsetzen wie jung. Das heißt nicht, dass ein alter Mann nichts mehr machen kann. Das heißt nicht, dass vom alten Mann diese Taten nicht mehr angenommen werden. Aber nein, wie die meisten jetzt hier anwesend sind, junge Menschen. Verkaufe deine Jugend nicht gegen etwas Billiges. Verkaufe deine Jugend nicht für Sünden. Für etwas, was alles vergehen wird, subhanallah. Ich bin von Sünden weggelaufen. Ich stehe heute vor euch, subhanallah. Und ich hoffe, dass Allah, subhanallah, uns alle von diesen Sünden weglaufen lässt. Weil es kommen gewisse Momente von Jahili auch bei mir manchmal wieder hoch, wo der Shaitan sagt, ah, willst du nicht nochmal dahin? Wir müssen sagen ganz klar nein. Warum? Wir haben ein Ziel. Was ist das Ziel? Paradies. Allah treffen, die mit den Propheten zusammen sein, mit den Sahabern zusammen sein. Wollt ihr euch das von irgendjemandem wegnehmen lassen? Nein. Wir haben so viele Dinge gesprochen. Wir haben so viele Dinge gesprochen, wie die Sahaba sich foltern lassen haben, wie die sich eingesetzt haben, die alles verloren haben. Alles haben sie verloren. Wieso haben sie alles verloren? Weil sie wussten, was das Paradies ist. Bist du bereit, alles zu verlieren? Bist du bereit, alles loszulassen? Weil du weißt hinter dir, wenn du das alles hinter dir lässt, dass du auf dem Weg zum Paradies bist, bist du bereit, dein Auto mal auszuleihen? Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagt, es gibt 40 Taten, die ins Paradies führen. Also Arten von Taten. Und darunter die beste ist diejenige, denn wenn einer eine Milchziege besitzt, also eine Ziege, die Milch gibt, ja, wenn er diese Ziege jemand anderen ausleiht, bist du bereit, mal dein Auto in der heutigen Zeit, weil wir leben hier nicht mit Ziegen, bist du bereit, ein vergleichbares Beispiel, dein Auto mal deinem Bruder auszuleihen, wenn er es braucht? Bist du bereit? Oder bist du bereit, nur zu nehmen, nehmen,
nehmen, dann erwacht er im nächsten Leben nichts. Wenn wer hier nur nimmt, der muss im nächsten Leben nicht viel erwarten. Sondern derjenige, der hier gibt, der sich hier einsetzt, den sein Herz offen ist für gute Taten, der immer wetteifert, der soll erwarten. Der hier sitzt und der hier schläft, der über andere redet und sein Geld nicht rausholt und von anderen nimmt, was wollen wir erwarten? Was wollen wir erwarten? Wollen wir die höchsten Stufen so erwarten? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns Gottesfurcht schenken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns noch mehr zusammenkommen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zur wahren Stärke kommen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Geschwister auf dieser Dunya, die irgendwo ein Unrecht widerfahren ist, ihnen helfen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns von der Hölle bewahren. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam am Tag des Gerichts von seinem Becken trinken lassen. Aqimu salam. La ilaha illallah Muhammadur Rasul.